10 Jahre gibt es jetzt schon die Predator-Tour. Und wir sind natürlich wieder dabei dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir, ich fand, gar nicht so schlecht abgeschnitten. Platz 22 ist aber ausbaufähig, Herbe. Kann man noch was machen. Und ja, wir versuchen es einfach mal wieder. Wir haben ein anderes Boot dabei auch, ein etwas größeres. Ja, und also vom Wind her. Aber wir dürfen nicht schleppen dieses Jahr. Also jedenfalls nicht so wie im letzten Jahr mit den Zeitplanern. Das ist nicht mehr erlaubt, wenn überhaupt nur noch mit einer Rute aus der Hand. Also man muss die Angel in der Hand halten, wenn man angeln möchte. Oh, ich sehe da keine Schwierigkeiten. Nahe Kinder in der Werfmacht. Ja. Also man kann auch werfen. Hat man schon mal gemacht. Hat man schon mal gemacht. Ja. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Morgen früh geht's los. Wir sind gut. Schaff wie ich Sau. Ja. Ein paar Vorfächer muss ich aber gleich noch schnell knüpfen. Das geht nicht anders. Wir haben ja schon trainiert und jetzt habe ich noch eine Idee. Ein paar Sachen brauche ich noch. Auf jeden Fall. Ein paar Köder müssen noch zusammen. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Ne? Birger, ich wünsche dir auf alle Fälle viel Petri Heil für morgen, weil wir Kinder sprachen. Ja. Wow. Vielleicht kehrt uns ja dann das Boot. Das hier. Der Hauptpreis. Jetzt sind wir 2 Stunden vor dem Start am Bootssteg und Herbert, mich erinnert etwas an letztes Jahr. Der Nebel wird immer dicker, immer dicker. Immer irgendwas anderes. Noch geht's, glaube ich, mit der Sichtweite für den Start, aber 110 Boote bei Nebel, das war letztes Jahr auch, hatte eine Verzögerung gegeben. Wir hoffen mal, dass der noch so ein bisschen weggeht. Naja, ich bin schon noch 6. Mit, im Idealfall geht er weg und das Gewitter kommt, so gleich direkt im Wechsel. Am Freitag erst. Ja, oh, aha, okay. Naja, wir haben alles vorbereitet, warten jetzt auf die Bootsinspektion. Ich glaube, da haben wir Zeit, vielleicht in anderen Booten mal zu gucken, ob da Leute Köder liegen haben. Ob es die aber nicht schauen lassen. Ein bisschen spionieren. Soll ich mal machen? Ich gehe mal gucken. Weiß man nie, aber vielleicht, ja, vielleicht findet man was man brauchen kann. Ja. Infos brauchen wir. So. Auf geht's. Alter, Spinnerbaits. Ach, ganz klar. So viele. Sind die gut? Ja, viel Barsch. Brauchst du alle? Ja. Kann ich auch, klar. Nein. Nein. Aber man sieht schon, fürs Angeln im Kraut gerüstet so ein bisschen. Sag mal deinen besten Köder, der so die letzten Tage gut lief. Ja, Westi natürlich. Den besten Köder. Westi natürlich, zeig ne? Mal bitte. Das ist gut an Teamanglern, sie müssen einfach raushauen. Nee, Spaß beiseite. Absolut perfekter Chat. Also frisch aufgezogen, ja, versteht ja. Sich, ne? Weil überhaupt keine Erwischung. Das zeigt er mir den schlechtesten, die schlechteste Farbe wahrscheinlich. Ich traue euch übrigens ja nicht. Ja. Mhm. Ah, ein Schlitz ist schon drin. Einer ist schon drin. Da unten. Ja. Da wir haben auch allerdings ohne Jigheads gefischt. Wir haben nur ein Blei reingemacht die letzten Tage, um die Fische nicht zu verhaken. Habt ihr ohne Haken geangelt? Nein. Hier kann man geil spionieren. Die meisten packen ihre Köder ja weg, aber guck mal da. Alles dabei. Cannibal Shad ist dabei. Die Westin Shad sowieso. Jerkbaits, Spinnerbaits. Ja, eigentlich auch keine neue Erkenntnis, weil die haben einfach alles dabei. Ganzen Angelladen, alles. Zeig mal bitte den besten Köder der letzten Tage hoch. Einmal. Für die Kamera. Einmal. Ihr müsst ja auch ein bisschen Teamwork, also Teamanglerarbeit leisten. Das deswegen schmiert Frank die Brote und ich esse die. Achso. Was ist los? Brauche ich keine Köder an Bord? Nein? Alles weggepackt? Also die anderen Jungs aus dem Westin-Team haben uns Köder gezeigt. Nein? Der Moment der Wahrheit. Hat Herbert Lauben versteckt oder nicht? Das wird jetzt geprüft. Natürlich hat Herbert keine Lauben im Boot versteckt, denn bei der Predator-Tour sind nur Kunstköder erlaubt und daran hält man sich auch besser. Nach der Inspektion bekommt das Fisch- und Fangteam die Freigabe für den Start, sammelt noch den GPS-Tracker ein und fährt zum Startbereich, in dem sich der Nebel langsam aber sicher auflöst. Herbert aufgeregt? Ja, auf alle Fälle. Das ist immer total spannend. Normalerweise haben wir ja immer mein kleines Boot dabei und stellen uns ganz hinten an und warten, bis die ganze Lore weggefahren ist. Diesmal haben wir aber ein etwas größeres Boot, entsprechend auch die Taktik, einen Spot relativ zügig zu erreichen. Wenn wir Glück haben, auch als Erster. Dafür müssen wir so ein bisschen zügig mitfahren. Da sind viel schnellere auch dabei als unser Boot, aber wir versuchen mal da ein bisschen Zeit gut zu machen, weil der Erste auf dem Spot zu sein schadet ja nie. Ne?
man merkt schon die Taktik, Herbert, also wenn man ein anderes Boot hat, es ändert sich einfach alles direkt. War ja, ja. Die letzten Jahre, also mit dem langsamen Boot hast du eine andere Taktik. Da weißt du ganz genau, ich bin überall als Letzter. Aber diesmal nicht unbedingt. Also nicht unbedingt. Ja, wenn der erste Boot nicht geht, dann geht der zweite und dann geht der dritte. Ja, und vor allem werden wir erstmal auf Barsch angeln. Ne? Ja, Barsch muss weg. Ja. Fast am meisten Schiss vor den Barschen. Na. Also, hatte ich am Anfang, aber nach dem Training denke ich auch, das könnte auf jeden Fall gut klappen. Aber morgen Temperatursturz, das sehe ich für Barsch als problematisch an. Für Hecht weniger, für Barsch nicht so gut. Wir mögen das schon warm und sonnig. Fangen wir heute, Olli. Ja. Bevor es zum ersten Hotspot geht, werfen wir einen Blick auf das Regelwerk. Bei der diesjährigen Predator Tour gilt es, innerhalb von 3 Tagen die Fischarten Hecht, Zander und Barsch zu fangen. Pro Zentimeter Fischlänge erhält man 1 Punkt. Sind 3 Hechte via App an die Organisation gemeldet, gilt dieser Räuber als abgehakt und die Punkte für die nächste Fischart, den Zander, können dazu addiert werden. Als letztes folgen die 3 Barsche. Die Reihenfolge muss zwingend eingehalten werden. Erst wenn alle 9 Fische gefangen wurden, gibt es einen Bonus von 1000 Punkten. Wer am Ende der 3 Wettkampftage die meisten Punkte hat, gewinnt das Turnier. Das ist mal heiß, oder? Ich war genau mittig jetzt, da konnte ich aufstocken. Aber wir haben den Platz. Wir haben den Platz, den wir wollten. Yes, ey. Das war wichtig. Birgit, ich glaube, der passt. Okay, rein. Ja, wir haben den Platz. Na gut, jetzt muss er erstmal liefern. Aber er ist schon mal aufgegangen. So, Alter, jetzt bin ich aber richtig heiß, ey, die Frittenfett. So. Guck mal, wie es jetzt geht's. Jetzt geht's. Spoontail-Shed. Aufi. Muss erstmal wieder runterkommen, ey. Kommt keiner mehr. Es darf sich keiner mehr hinstellen. 150 Meter. Abstand haben wir. Alles stressfrei. Trotzdem habe ich Stress. Die ersten Schnellwürfe sind durch mit dem größeren Köder und ich werde mal sofort wechseln auf einen kleineren. Wie gesagt, wir vermuten ja hier Barsche. Normalerweise haben die Barsche hier kein Problem mit großen Ködern, aber weiß man ja nie. Und eine andere Farbe natürlich auch. Der hat schon gut geliefert zuletzt. Okay, geht wieder. Gut, gut, gut. Egal, wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn erstmal. Den Test jetzt mal brauchen wir nicht später, aber ich weiß nicht. Okay. Gut. Zeig mal. Nach 50 Minuten Angelzeit ist der erste Fisch in der Wertung. Ein 48er Zander. Zwar hatten es Herbert und Birger auf Barsch abgesehen, aber zu diesem Zeitpunkt sind natürlich alle Fische willkommen. Ist. Gut. Es ist ein Start. Ich hätte den aber lieber in der Größe als Barsch gehabt, ehrlich gesagt. Aber gut, okay, komm. Fisch ist Fisch. Erstmal mitnehmen. So. Herbert, was meinst du? Nein, kein Barsch. Also, bis jetzt noch nicht. Das ist ja kein großer Fisch. Aber man darf eigentlich nie was sagen, was da dann auftaucht. Ja,
Ja. Petri. Ja, danke. Alles drauf und okay. Du, halt den länger fest bitte, bis das alles okay ist, ja? Herbert? Ja. Das war Risiko, ey. Wenn das hier nicht klappt, haben wir den Fisch nicht mehr. Na gut. Den Fisch, den haben wir den. Also auf geht's. Ja, jetzt ist irgendwie schräg mit der App, ich weiß auch nicht so richtig. Pictures taken, hier steht 5, wir haben aber erst 2. Und da steht dann approved 1. Rejected 3, also zurückgegeben 3, die nicht zählen. Einer, wir haben aber jetzt 2 eigentlich eingereicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also eigentlich hätten wir jetzt ja 2 Zander in der Wertung haben müssen. Weiß ich nicht. Wir warten mal ein bisschen ab. Vielleicht kommen gerade viele Fangmeldungen und die müssen erstmal die App ein bisschen synchronisieren und so weiter. Elektronik. Ich verstehe davon nichts, ich gehe lieber angeln. Herbert auch. Ja, sofort. Der zweite Zander bringt weitere 50 Punkte auf das Konto. Da aber aktuell tatsächlich sehr viele Fangmeldungen gleichzeitig einlaufen, können Birger und Herbert noch nicht sehen, auf welchem Rang sie sich befinden. Das ist aber aktuell weniger wichtig, als die Barsche zu finden. Wir verlassen jetzt den ersten Angelplatz. 2 Zander haben wir gefangen, allerdings hatten wir es eigentlich auf Barsche abgesehen. Die machen sich rar, ich schätze, weil das Wasser trüb ist. Also vorher haben wir hier ja auch gefischt mal, da war das Wasser deutlich klarer. Aber das ist hier so ein bisschen schwankend im Tagesverlauf. Jetzt haben wir noch Nebel dazu, Bewölkung, trübes Wasser. Das ist für Barsch nicht so optimal. Also zum Versuch, weiter geht's. Birger! Ja, ja! Ja, ja, ja! Geil! Der erste 45er ist drin. Geil! Geil. Oh, Herbert, ey! Yes! 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 Fette! Ja. Hier ist Wasser auch nicht so trüb. Wusste ich doch. Das war die 44. Warte, wir machen nochmal. Okay. Braucht man noch bitte, ne? Ah, Herbert. Druck. Ich hatte ein bisschen Druck wegen des Barsches. Ehrlich. Ehrlich. Der erste ist da. Ja, weil es ist. Guck mal aufs Wetter, ey. Ja. Es ist dunkel. Wir können gleich hier die Lampen anmachen, ey. Der erste ist doch vielleicht. Nur einer doch. Ja, dann machen wir das. Super. Richtig, richtig, richtig. Der erste Barsch ist damit in der Wertung und bringt satte 44 Punkte. So könnte es gerne weitergehen, wenn nicht die allgegenwärtigen Zander ein Wörtchen mitzureden hätten. Schöner hat wieder geliefert, oder? Hat er geliefert, ey. Schöner hat wieder geliefert. Warum ist eigentlich ausgerechnet heute der Zanderschnitt so klein? Das gibt's doch nicht. Das sind nur große Zander. Größer, ja. Aber egal, wir haben 9 Platz einfach mal gesucht jetzt. Voll im Wind drin. Hier haben wir aber eben im Training auch ein Hecht gefangen. Und dann, jetzt haben wir 3-4 Würfe gemacht und Herbert hat einen Zander. Ja. Was? Ja. Ja. Weg. Moment. Thank you.
Ja, die Zander beißen einigermaßen, obwohl wir hier wieder auf dem Barschplatz stehen, auf dem Plateau. Ja, und sind auch nicht besonders groß, also das bleibt auch dabei. Komischer kleiner Zanderschnitt, das war sonst besser die Tage. Naja. Aber ein bisschen angeln wir hier noch. Wir haben noch einen Ankerplatz mehr, wo eigentlich auch immer mal Barsche kamen zuletzt. Deswegen. Und danach geht es dann ab Hechtangeln. Ja, eben wäre es auch nicht möglich gewesen, zum Hechtangeln zu fahren, weil es war einfach nur Dauerregen und total viel Wind. Auf einmal so 6 Windstärken mit Schaumkronen. Das ist dann sinnlos, da sich zu quälen und gegen anzufahren. Jetzt ist schon wieder ruhiger, jetzt geht's. Oh ja, der größte heute. Schlecht ist er nicht. Hängt auch gut, Herbert. Ich denke, der kommt in die Punkte. Ja. Schon. Ja, der hat schon mal Ende 50 oder so, das ist gut. Erster Jig, ne? Also wenn wir uns den Ankerplatz nochmal versetzt. Einmal angejickt, zack, war er sofort dran. Ne? Also das ist der Schnitt, den wir brauchen. Ist ja mehr noch, wenn es geht. Also schon mal geil. Ja. Ja. Essen tun wir ihn trotzdem mal, Herbert. Ja. Wollen wir schauen, was er da hat, was wir überhaupt in der Wertung haben, oder? Die drei Zander sind mittlerweile mehr als erfüllt und zeigen sich mit 173 Punkten in der Predator Tour App. Da sich das Wetter auch ein wenig beruhigt hat, wollen Birger und Herbert die Chance nutzen, um in den letzten Stunden des ersten Tages einige weiter entfernte Hotspots anzusteuern. Vielleicht beißen dort ja noch 2 große Barsche. Bitte Barsch, bitte Barsch, bitte Barsch. Nein. Aber ein bisschen, oder? Ganz gut, aber es ist ein Zander. Gedacht, das wäre ein Barsch? Nee, nee. Sollen wir den mal messen, Herbert? Ob der uns eine Kleinigkeit bringt? 55er Zander oder 56. Kleine Verbesserung, wenn auch nicht ganz der Zielfisch, aber ach nix. Voll harter Biss. Nee, geht so. Krass. So klein Gummi, ey.
Ja, aber den brauchen wir noch mal. So. Zack. Kleine Barschgummi hat wieder geliefert. Das ist der größte für heute. Nee. Jetzt haben wir 2,60er, aber das ist gut. Ne? Schauen wir mal in die App, was wir heute so gerissen haben. Ja, nicht zu früh. My Team? Nee, ich glaube auch nicht. Obwohl, mal gucken, wo wir beim Leaderboard. Also, wir überhaupt mal so zum Leaderboard, ja? Platz 1 hat nämlich schon alle Fische voll. Jetzt steht es übrigens auch, End of Day 1. Jetzt steht's da. Okay. Also Marcel Asbrock, Nils Gapser haben alle drei Fische 1523 Punkte, das ist brutal. Glückwunsch, Jungs, das ist gut, echt gut. Wir haben 0 Punkte im Leaderboard, das ist ja klar, weil wir ja keine Hechte haben. Das heißt, die Zander und der Barsch, die zählen noch nicht. Wir sind Platz 83. Schauen wir gerade mal runter. Stückchen noch. Oh, weit runter scrollen, bis wir da sind. Da. Ja, wir haben 181 Punkte bei Zander, also ein 60er Schnitt. Das ist okay. Und jo. Ein 44er Barsch. Gehen wir uns noch verbessern. Ja, aber die Strategie ganz aufgegangen ist sie heute nicht, das muss man schon mal sagen. Also wir wollten ja eigentlich die Barsche dann schon auch abhaken. Sonst wären wir nicht hier oben im Hollandsdieb geblieben, in der trüben Brühe. Jetzt war heute Morgen noch brutales Gewitter mit Regen. Also den halben Tag hat es echt geschüttet aus Eimern. Da wäre das klare Wasser weiter unten im Haringfried schon besser gewesen zum Fischen, gerade für Barsch. Also, aber das weißt du nie, ey. Das willst du machen. Die Tage vorher haben wir es gefangen. Ja. Und heute ja. Nicht so, wie es halt immer ist. Im Training ja. Ist was anderes wie im Wettkampf. Aber ist auch aber nee, halb so schlimm. Wir haben unten ja auch noch Barschplätze. Morgen machen wir dafür aber Hechte. Also jetzt sind die Hechte wichtig. Und ich denke, wir sollten dann morgen auch die Hechte angreifen. So. Ja, wir sollen mindestens einen Hecht haben morgen. Und dann trotzdem nur, ja, vielleicht auch die am besten. Aber drei Hechte wieder am Schluss zum Fangen ist wieder Schmarrn. Nee, zu viel Stress. Einen brauchen wir auf alle Fälle. Morgen angeln wir erstmal Hechte. Gucken wir mal. Vielleicht nebenher, dass einer mit der Barschrute fischt und einer mit der Hechtrute so. Ja, aber vielleicht, der muss wittern, ja. So, gut. Ja. Packmas. So, unser Nachbarboot hat heute tatsächlich den größten Hecht gefangen. Mit 1,30,4 Meter. Fast schon lächerlich, weil die Schwanzflosse auf dem Foto ist noch schräg. Ich glaube, der war sogar noch länger. Die haben das Foto gerade hier. Unglaublich, echt. Also da sieht man auch da unten. Guck mal da. Der hängt noch so schief vom Wind, was weiß ich was, und ist schon über 1,30. Boah. Ja, yeah, great fish. Nice. Ja, wunderbar. Yeah. Once in a lifetime. Auf Gummifisch und Shad? Ja, ja. Shad. Also auf Gummifisch ganz normal. Yeah. It followed the spinnerbait and take it and throw it out. And then it takes the shit. Yeah. He took it before. So yeah. He was laying four in front of the boat. He was following my spinner bait, and then he was standing there, and then I tried to spin, and then he hit it. And then I missed, and then he tried with the shit, and then he take the shit. So yeah. So my heart beat it like 200 times a minute. Also der Hecht war mal richtig gierig, hat erst ein Spinnerbait verfolgt, genommen und verfehlt, also Haken saß nicht, und hat dann nochmal einen Gummifisch genommen. Also zweimal stand neben dem Boot im klaren Wasser, auf Sicht 1,30 Meter Hecht. Ja, die Nerven muss man unglaublich. Ja, die Nerven muss man auch erstmal haben, den dann noch zu verwandeln. Also das ist nicht so einfach. Das ist schon echt großes Tennis. Ja. How many fish did you get as all three pikes? Three pikes, but two very small ones. Yeah. So one pike and two. Yeah. Okay. And one nosander and one perch. Yeah. And we lost three perch. Oh. Yeah. And we lost a big pike between 95 1 meter in front of the boat. So okay. And two followers, also big pikes, but So okay. Still a little bit disappointed. But yeah, but it's a good basic with 1 meter side. Yeah, that's good start. Good start. Yeah.
Also gute Chancen für die Jungs, finde ich, mit 1,30. Zwei Hechte haben sie noch voll, aber auch sie wissen eigentlich auch, wo größere stehen, hatten noch Nachläufer, Bisse und so weiter. Das sieht gut aus für die. Besser als für uns, wir haben gar kein Hecht. Aber wir fahren noch mal ganz schnell zu dem Barspot heute. Ja, auf alle Fälle. So, der ist auf dem Weg, der kostet uns keine Zeit. Und den angeln wir und danach direkt los zu den Hechten. Ja, dann brauchen wir Wert. Ja. Und da kann man ja bei den Hechten auch noch Barsch angeln. Also das ist nicht das Problem. Die gibt es ja hier fast überall, prinzipiell. Außer da, wo wir gestern gegangen haben, da gab es nicht so viele. Ja, das ging jetzt holter die Polter mit dem Start. Wir wollten ihn eigentlich mitfilmen, aber das ging gar nicht, weil die Jungs einfach freigegeben haben zum Starten. Und wir sind dann einfach mal direkt volle Kanne mitgeheizt, weil die Jungs da wollten auch auf den Spot hier. Aber wir haben ihn. Und wir brauchen jetzt einen Barsch. Nein, Herbert. Oh ja. Verfolgen uns weiterhin. Ne? Lieber vielleicht eine Naturfarbe dran nehmen. So trüb ist es hier nicht heute. Ja, das ist er. Bitte kein Zander. Ist keiner, ne? Ganz in Ruhe, ja, was kriegen wir? Ja, Barsch. Ja. Ja. Mann. Sehr schön. Die Strategie ist aufgegangen. Nach nur 15 Minuten Angelzeit ist der zweite Barsch mit 38,4 cm Länge in der Wertung. Noch einer mehr und die Barsche wären abgehakt. Herbert ist einfach zu heiß. Schmeißt die Fische wieder weg, als wäre es nichts. Aber das ist geil, weil wir wollen noch einen zweiten, ganz schnell, wenn es geht. Zeit. Nee. Das ist Wettkampf. Und dann die Hechte. Ein sehr wichtiger Fisch jetzt, sehr wichtig. Das? Ja. Was mal? Ja. Ist der Barsch? Nee. Leute. Einfach zu viel Zander in diesem Gewässer. Jetzt extra schon die Barsch-Spezialmontage ausgepackt. Mit Spinnerblatt. Tja. Eigentlich finde ich ja Zander gut, aber
Jetzt hat mir einer Spinnerblatt geklaut. Bäh. Ja, ja. Wir brauchen jetzt einen Barsch. Ja. Noch einen. Ich glaube schon, dass wir die Bisse dazu haben, Herbert. Wir hätten auch gerne jetzt den dritten Barsch hier gefangen, aber der wollte nicht und werden aber nicht viel mehr Zeit verschwenden und fahren jetzt mal ganz runter ins Haringvliet zum Hechtangeln, weil die brauchen wir dann doch noch etwas dringender. Und auch da kann ja prinzipiell auch noch ein Barsch beißen, beziehungsweise wir haben ja auch noch dann morgen. Also erstmal Hechte. Angriff. Ja, sorry. Boah, reinschubsen muss ich nicht. Einfach nicht gedeckt. Scheiße. Wo sind denn die Zander hier, ey? Überall. Zander, egal wo du angelst und mit was. Wahnsinn. Glasklares Wasser und irgendwie 2,5 Meter und Zander. Nochmal über 60. Das ist gut. Jetzt haben wir nochmal verbessert. Thank you.
Also selbst auf Wobbler beißen die Zander. Mittlerweile sind noch ein paar Punkte bei den Zandern dazugekommen. Aber ohne Hechte nützen die recht wenig. Es sind nur noch wenige Stunden am zweiten Tag zu fischen. Eine Idee muss her. War jetzt auch schon der zweite Biss auf den Wobbler. Also ich schätze mal, das erste war auch eher am Zander. Tja. Was machen denn die Hechte? Der Samstag läuft wie jedes Jahr ultra schlecht. Also heute Morgen haben wir ja ein paar Fische gefangen, aber jetzt geht absolut gar nichts mehr seit einer ganzen Weile. Und wir brauchen ja dringend die Hechte. Wir sind jetzt wieder ins Kraut gefahren, also ganz flach. Und weil wirklich überhaupt nichts hechttechnisch passiert, werde ich jetzt mit der Fliege angeln. Super viel gefischt hier auch, überall Boote, wie an der Perlenkette. Egal wo man hinfährt, Boote. Ja, die anderen kennen auch gut Hechtplätze, ne? Deswegen vielleicht haben sie das noch nicht gesehen. Guck mal. Das ist echt der Tabellenkeller für uns heute. Die kann man nur so schlecht machen. Ach du meine Fresse. Ja, mei. Ja, wenn der Hecht nicht beißen will, nee. Muss man machen. Wir fangen da einen Zander nach dem anderen. Und es ist kein Hecht nicht dabei. Also. Siehst du mal, wie viel beim Fischen bestimmen kann. Oft gar nichts. Wir müssen morgen fangen, Birger. Ja. Drei Hechte haben wir den ganzen Tag Zeit. Den ganzen Tag Zeit. Also, bitte, wir sind in Holland. Ja. Immerhin hatte ich zwei Bisse auf Fliege, das ist ja schon mal was wert. Aber das passt zu so einem Tag, dass die dann auch nicht hängen bleiben. Das ist dann so, machst du nix. Ja. Wir haben ja gestern total versagt beim Hechtangeln, aber wir haben ein paar neue Erkenntnisse gewonnen, noch aus Gesprächen gestern. Die Hechte haben anscheinend nur auf sehr, sehr schnelle Köder reagiert. Wir haben ja, sagen wir mal, mittelschnell bis langsam geangelt, normal eben, und das mochten die nicht. Das könnte auch erklären, warum wir so viele Zander gefangen haben. Und jetzt haben wir mal noch ein bisschen Köder aufgerüstet. Grelle Köder waren wohl auch ziemlich gut, gar nicht mal so groß auch, und eben super schnell über dem Kraut geführt. Also das Areal, wo wir gefischt haben, war schon sehr gut, aber die Technik war noch nicht so super gut und das wollen wir heute noch mal verbessern. Dieses Jahr gibt es natürlich eine Neuerung, das heißt, wenn man alle Fische voll hat, alle 9, dann bekommt man 1000 extra Punkte. Das heißt, wer überhaupt irgendwo mitspielen will im Ranking, der braucht alle Fische voll. Das heißt, der dritte Barsch ist im Prinzip für uns genauso wichtig wie die drei Hechte, was uns in so ein ziemliches Dilemma bringt. Weil der Barschspot, den wir haben, der ist ganz oben, also ganz am Anfang, am Start, und die Hechtspots sind ganz unten. Jetzt sagt natürlich jeder, Hecht ist aber wichtig, weil ohne die haben wir nichts. Stimmt, aber ohne den dritten Barsch haben wir die 1000 Punkte nicht und haben dann genauso nichts. Also ich sag mal, mit drei Hechten und ohne den Barsch würden wir am Ende vielleicht auf Platz 80 landen. Jetzt sind wir auf Platz 107, das spielt dann auch keine Rolle. Spielt man jetzt um die Punkte oder nicht? Das heißt, der Barsch hat eigentlich gleiche Priorität. Deshalb machen wir den Stopp und danach Hechtangeln. Kleiner Vorteil, die Hechte haben eigentlich immer eher erst gegen Mittag gebissen. Das heißt, wir haben morgens nicht so den Druck. Die erste Stunde für Hechte ist nicht so wichtig, dann mittags ist wichtiger. Es wird Stress pur heute. Richtig Stress. Heute zwar ein bisschen Risikoreise, aber wir brauchen das ja. Wir lieben das Risiko. Ja.
Ja, bitte, Herr Wack. Bis bald. Bis bald. Scheißegal, wir fahren sofort weg, wenn es einer ist. Ist einer. Bis jetzt. Ja! Hier sind wir drinnen. Ja! Ja! Die gibt es nur 40er, wir fangen mit 35er und es ist trotzdem so geil! So geil, 30er Bahn zu fangen! Ja! Null Zeit hat es gekostet, 0,00 gar nicht. Aber egal. Deine Mini-Jigs, ey, das ist ja wirklich die Bank, ey. 34, alles gut. Oder? Weg. Okay, weiter. Hechtangeln jetzt. Geil. Die Barschroute sieht mich heute nicht wieder. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, drei Zander, drei Barsche. Jetzt die Hechte. Dann kommen diese Fische erst in die Wertung. So sind ja jedes Jahr die Regeln. Also die Hechte zählen. Der Reihe nach muss man diese Sachen voll machen. Hechte, dann Zander, dann Barsche. Das heißt, unsere 6 Fische aus der Wertung sind bisher, deswegen sind wir so weit unten, 0 Punkte. Aber wenn die 3 Hechte voll sind, dann geht die Rakete nach oben. Und dafür haben wir jetzt den ganzen Tag Zeit. Weil der Barsch, das war eine 12-Minuten-Sache. 8.12 Uhr hat Herbert geliefert. So. Wir haben jetzt eine neue Strategie, wir fischen jetzt wesentlich schneller. Wie die anderen Tage, weil wir haben immer nur Zander gefangen. Und alle anderen Kollegen haben jetzt gefragt, oder was, die fangen eher weniger Zander. Aber dafür halt natürlich mehr Hechte, weil die schneller fischen. Und das machen wir jetzt einmal 2-3 Stunden und dann überlegen wir uns vielleicht noch eine andere Taktik. Aber ich habe ein gutes Gefühl jetzt. Wir müssen jetzt am Fisch füllen. Kescher. Der erste Bike ist da. Tschüss, Kescher. Kannst du was? Wie geht's? Wie kann man an diesen Zandern vorbeiangeln? Ich weiß es einfach nicht. Keiner weiß es. Zander, 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 überall sind Zander. Zander Championships, Herbert. Wir angeln mal noch schneller, und fangen noch mehr Zander. Die gelbe Zange ist da drin. Also vielleicht noch mal 2 Punkte über Zander verbessert, aber ja, halb so wichtig brauchen wir, ja, wie gesagt, was ganz anderes. Okay, 9 Uhr, Herbert, wir haben noch 6 Stunden, alles ist gut. Ist gebrochen, Birger. Ja. Egal wie groß. Egal wie groß. 45 ist das Maß. Gucken wir mal. Ja. Die wird er haben. Aber es ist natürlich ein lächerlich kleiner Hecht. Ja. Wir nehmen ihn trotzdem. Aber wenn wir 3 nicht haben, dann kommen wir gar nicht aus. Ja. Es könnte ein 1000 Punkte Hecht sein am Ende, wenn er 46 hat. Also 1046. Oh, Junge, kann ich rechnen. Wahnsinn. Ein größerer Barsch gefunden. Ja. Okay, Herbert. Dann zeig mal her das Schmuckstück. Hä? Ja. Ja, du, der hat. Ja, hat er. Hat er. 48 oder so. Ja. Zack, fotografieren. Hochladen. Warte. Ja, das ist nicht dein Ernst. Doch, mir pressiert jetzt. Okay, ja, ich weiß. Jetzt kannst du. So. Aber hier muss stehen, das Foto wurde hochgeladen. Vorher geht das nicht. Das war jetzt Ausnahmezustand. Ja. Hast du gekurbelt oder hast du auch gejiggt? Kurbeln und stillassen, aber schnell. Die neue Taktik scheint aufzugehen. Der erste Hecht ist im Kescher. Mit 47 cm wahrlich kein Riese,
aber zu diesem Zeitpunkt mehr als willkommen. Bis Herbert? Ja. Es ist der Wahnsinn. Also unvorstellbar. Ich wollte den Köder eigentlich den ganzen Tag halt fischen, weil der schon Fisch gebracht hat. Aber jetzt nehmen wir die nächsten. Die Hechte wissen das ja nicht, oder? Nee. Birger, wir müssen was ändern, oder? Trifft es auch raus oder geht's noch? Ja, ein Wurf noch. Nur etwa eine halbe Stunde später kann Herbert den zweiten Hecht haken. Doch dieser scheint auch nicht allzu groß zu sein. 45 cm ist das Mindestmaß und das wird richtig knapp. Dabei wird jeder Hecht mehr als dringlich gebraucht. 45, auch schon. Ne, 44. Zu klein. 1 Zentimeter. Dieser Hecht kommt nicht in die Wertung. Die Enttäuschung ist den Anglern sichtlich anzumerken. Also, mit 65,2 cm ist dieser Hecht ein Kandidat für die Wertung. Noch ein weiterer Hecht und alle Fische sowie 1000 Extrapunkte landen auf dem Konto. Nehmen wir auch, machen wir wieder größer. Sehr gut, sehr gut. Gut reingetockt, ne? Eben hatte ich auch mal einen Biss, wo ich dachte, das wäre eher ein Barsch als ein Hecht. Also schon. Geil. Ein Stück darüber wegen des Codes. Ja. Der 41er Barsch bringt noch einmal 7 Punkte Verbesserung in der Barschwertung und ist ein willkommener Beifang. Jetzt aber schnell zurück zu den Hechten. Birger, ich weiß nicht mehr. Nein. Was ist denn mit diesen Zapplern immer? Sagen, aber Zander gehen wir jetzt langsam auf die Nerven. Wir messen ihn aber mal, ja? Der ist ja voll viel größer. Ich wollte doch nur die Erlösung, den erlösenden Hecht. Was? Das ist aber auch wirklich an Spannung nicht zu überbieten, wirklich nicht. Krass. Ein paar Punkte bringt dieser Zander zwar noch, aber an der Platzierung ändert er vorerst nichts, solange der dritte Hecht fehlt. Bis zum Abpfiff um 15 Uhr sind noch 3 Stunden zu angeln. Jetzt muss jeder Biss sitzen. Ja. Nein!
heute drauf getockt, ey. Wie geht's um heute? Wir müssen aber weiter als hier wenig gut rum, oder? Ich doch am Arsch. Okay, ich mach trotzdem die Drift schon mal, oder? Alter, das ist. Ich kann mir noch eins machen. Das ist der Wahnsinn. Aber eigentlich war der ja ganz gut, gell? Hat gut ausgeschöpft. Ja. Hat jetzt was. Oder? Der war super. War richtig geil. Das hat noch gefehlt. So, was hängt man dann ran, was sie nicht wollen? Die wollen nichts außer das Ding hier. Gar nichts. Dann haben wir noch einen. Ja. Nein. Eine Stunde haben wir noch, ne? Eine Stunde noch für ein Hecht. Alle Plätze sind richtig hart geangelt worden. Jetzt ist es so übel fürs Vertrauen. Ja! Wahnsinn! Wahnsinn! Chicock mit A Opruhr. Stell dir mal das vor. Das ist Nervenkrieg hoch Millionen hier alles. So ein Nervenkrieg, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay, so jetzt vernünftiges Foto. Dahin, dahin. Pass auf, das ist schon hier dran. So, so. Hier, da fährst du nicht. Hier, da drücken. Ja. Boah, dicke, fast 49 der Koffer, ey. So, unsere Eintrittskarte zu 1000 Punkte wird abgeschickt. Das war jetzt Risiko. Birger, den kriegt jetzt nicht mehr. Den kriegst du jetzt. Oh, der Birger kriegt die Hand durch. Wahnsinn. Kann nicht mehr. Gell? Oh, was geht für Erleichterung, das ist Wahnsinn. Oh, ihr Leute. Oh. Wie viel war der? Ich wollte meine Jungs, weil die flippen aus. Fast 49, irgendwie 48,5 oder so. 14:10 Uhr, wir haben noch 50 Minuten. Wahnsinn. So, durch den kleinen Hecht sind jetzt alle unsere Fische in der Wertung. Und wir sind auf Platz 65 vorgerutscht mit 1471 Punkten. Das ist jetzt also unteres Mittelfeld, aber der erste Platz hat gerade mal 200 Punkte mehr. Also gerade mal, es ist schon eine Menge, aber 200 Punkte mehr. Das heißt, das ist alles ultra dicht jetzt. Also ganz, ganz, ganz enges Feld hier. Ganz viele Leute jetzt, alle Fische voll.
Und jetzt geht es hier um, ich sehe schon, die oberen, also 5 Plätze gut machen, tut man jetzt schon mit 5 Punkten und so weiter. Also jeder Hecht jetzt, 70er oder so, der uns nochmal 30 Punkte bringen würde, das wäre jetzt voll der Booster. Wir müssen halt Hecht machen, weil Zander und Barsch ist bei uns okay. Und Hechte sind wirklich nur kleine. Also jetzt müssen wir eigentlich ganz gezielt auf einen ganz großen Hecht angeln. Das ist jetzt wichtig. In 45 Minuten. Wir haben ja nur 3 Tage gebraucht, um überhaupt mal einen Hecht zu fangen. Also Wahnsinn. Jetzt nochmal schnell einen großen. So sieht's aus. Nichts leichter als das. Wir kennen ja die Köder. Also Herbert, du machst jetzt den Doppelschwanztwister, ja? Ja. Okay, ich fahre uns jetzt mal in die Ecke, wo wir einen großen Hecht fangen. Weg hier. Ja, wenn man mit den Fischen fertig ist, als ob es nichts wäre, einen Barsch zu fangen. Hier. Ich habe jetzt 3 Tage keinen Barsch gefangen. 3 Tage nicht, ja. Und dann mache ich einen 18er Pro-Shed ran. Der kommt hinten nachgelaufen. Ich habe ihn einfach nur hingehalten, hat ihn einfach aufgefressen. Einfach so. Nie passiert das, ja. Nie. Nie. Aber wenn man ihn nicht mehr braucht, passiert das. Unglaublich. Herbert sitzt nur da und zuckt mit den Schultern. So, das war meine Route. Feierabend. Einfach nur im Kraut gehangen. Tschüss. Wiedersehen. Fertig. So. Tschüss. Hier. Das gibt's nicht. Ja, wir haben noch eine, ist kein Problem. So, was mach ich jetzt dran? Du hast also einen Biss gehabt, ja? Ja. Aber es war kein kleiner Hecht, ne? Hast du die Kopfwelle gesehen? Ja, ich habe schon einen Kopf gesehen vom Fisch. Der hat den da so genommen, ich führe den Köder so 15 cm unter der Oberfläche und dann hat er richtig. Aber er hat noch nicht drin gezogen. Boah, da war wieder einer. Da, guck mal. Ja, hab ich. Ja. Ja, ja. Oh, oh, oh. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja. Yes. Oh, ich kümmern, danke. Oh. Jawohl, ja, ey. Hey, gut nochmal. Ja, ja, ja. Ja. 75er oder sowas. Geil. Der letzte Hecht des Tages bringt eine deutliche Verbesserung und den abschließenden Rang 60 mit 1503 Punkten. Wenn man bedenkt, wie es zu Beginn des letzten Wettkampftages aussah, eine tolle Aufholjagd. Und wie geht es den Nervenbürger? Der krasseste Angelkrimi seit langem. Muss ich schon sagen. Also heute Morgen waren wir noch die letzten Typen auf der Liste. Alle Hechte fehlen, Barsch, einer fehlt. Nur so ein kleiner Barsch. Nichts gerissen so richtig. Und dann haben wir heute auch mit den Hechten gekämpft. Irgendwie war das nicht so klar, dass wir auch 3 fangen. Jetzt haben wir 5 am Ende. Ja, super, ne? Noch ein Fehlbiss auf das Riesending hier von dem Großhecht. Ah. Viertelstunde vor Schluss. 70er noch gefangen. Ja. Eisenhart. Mal so ein bisschen wenigstens noch ins Mittelfeld gerutscht, aber. Ja. Traurig trotzdem nur, aber das Beste ist daraus gemacht, oder? Ja. Ja. Aber man kann nichts erzwingen beim Angeln. Nein, das ist so. Nein, nein. Kannst jetzt sagen, die Entscheidung war falsch oder die Strategie, aber ganz ehrlich,
für irgendwas musst du dich entscheiden und das hätte auch alles dann ganz anders laufen können. Ne? Der erste hätte schon gefangen, hätte man mehr Zeit hier gehabt und so weiter. Ja. Bisschen Glück brauchst du halt einfach. So ist das. Glück gehört dazu. Hatten wir jetzt so mittelviel. Also, ja, hat ja, nicht schlecht, dann doch noch früh. Hat ja nicht schlecht gebissen. Also viele Fische jeden Tag gefangen. Ja, ne? Wahnsinn. Ja. Krass. Gegensatz zum letzten Jahr. Wahnsinn. Jetzt haben wir ja 5 Barsche, oder? Ja. 5 Barsche, 5 Hechte und jede Menge Zander. Ja, Zander, ach du meine Güte, ja, genug. Ja. Okay, ist so schlimm, nur wenn man sich über einen schönen Zander gar nicht mehr freuen kann, weil man ihn braucht. Ja. Es ist halt so. Ja. Krass. Ja, war aber krass. Aber es war schön zum Fischen. Krasse 3 Tage, echt. Ultra krass. Oh, ich muss erst mal sitzen jetzt. Oh, Leute, ey. Das erste Mal heute sitzen. Wir gratulieren natürlich den diesjährigen Siegern Henry Fiss und Gerald Vierhaut, die mit einem 1,30 Meter langen Hecht und einem 89 cm langen Zander die größten Fische des Turniers gefangen haben. Herzlichen Glückwunsch!